Moin Leute, was geht? Euer Play Sebi ist wieder da. Wir machen mal eine kurze Aufnahme. Ich muss nur kurz was gucken. Moment. Gut, da bin ich auch wieder. Ja, ich musste nur mal was kurz gucken, weil das Mikro irgendwie voll den Schaden abbekommen hat und habe jetzt gedacht, dass die Qualität schlechter ist. Scheiße, ich muss da mal nachgucken. Sieht gar nicht gut aus. Okay, auf jeden Fall willkommen bei Underground 2, einen weiteren Part. Und deswegen würde ich sagen, würden wir nicht lange rumfaxen, sondern wir gehen einfach mal raus. Ja, falls, ich wollte gerade sagen, falls ihr denkt, warum stehe ich denn jetzt da, das hat ganz guten Grund, da ich mal einen Soundtest gemacht habe, wegen gestern, wie gesagt. Anscheinend ist der Sound jetzt behoben worden. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Auf jeden Fall bleibt auch die Steuerung nicht gespeichert, jedes Mal. Das weiß ich auch nicht, wieso. Warum die nicht gespeichert bleibt. Wartet mal. Ach so, GPS wird dann auch. Okay. Ich dachte gerade, die ganzen Shops sind wieder weg. Aber wegen dem GPS wird das Ganze ausgeblendet anscheinend. Ja, auf jeden Fall macht's euch gemütlich, Leute. Lehnt euch sowas von geil zurück und schaut dieses wunderbare Let's Play. Denn ich hoffe, dass es euch ja einigermaßen gefällt. Gestern, wie gesagt, es war mit dem Sound irgendwie komisch. Keine Ahnung. Hab dann noch ein bisschen was rumprobiert und jetzt hat es anscheinend funktioniert. Hab den Sound wieder auf Stereo, falls es irgendjemanden interessiert und das auch schon mal hatte. Aber habe jetzt auch dafür geachtet, dass das Logitech Gaming Software aktiviert ist. So, ich muss mal kurz gucken. Und zwar gibt es hier nämlich noch einen Tuning Shop. Das könnt ihr gerne lesen. Tuning Shop, genau. Ging jetzt vielleicht ein bisschen schneller, aber ich glaube nicht, dass ihr das jetzt lesen braucht, wirklich, oder? So, hier haben wir auf jeden Fall einen Tuning Shop. Mal gucken, ob der mir dann gut geschrieben wurde. Da können wir nämlich mal gleich vorbeischauen. So, gelb ist da. Und danach fahren wir dann hin. Also, das ist eher orange. Das ist wahrscheinlich der Spe ja, das ist der spezielle Shop. Da fahren wir gleich hin. Hier können wir nochmal kurz lesen: Lack- und Dekor-Shop. Genau. Da würde ich sagen, fahren wir mal kurz das Rennen. Drift ist das doch jetzt, oder? So, das Klärchen. Voll das Stadion, sagst du. Muss aber schon geil sein. Security. Lol, leck. Alter. Okay, ich sag dir was. Beim Driften zählen nur Style und Kontrolle. Merk dir diese drei Worte. Gas, Lenken, Handbremse. Das sind die Facts für die Manöver, die dir am Ende die fetten Punkte einbringen. Übertreib's nicht mit dem Bremsen, denn je schneller du bist und je mehr Drifts du auf die Straße zauberst, desto mehr Punkte kassierst du. Und diese Punkte bestimmen deinen Multiplikator. Der wiederum beeinflusst die Punkte für deinen nächsten Drift, also muss er möglichst hoch sein. Wenn du das alles raushast, kannst du anfangen, deine Drifts ineinander übergehen zu lassen. Mach aus deinen Drifts einen endlosen Slide und dir wird schwindelig, wenn du deinen Punktestand siehst. Okay, wenn du meinst, dass du es drauf hast und du richtig was reißen willst, fahr mit deinen Reifen über die Außenspuren. Je mehr Reifen du auf der Spur hast, desto mehr Punkte. Nur von Mauern solltest du dich fernhalten, sonst sind deine Punkte futsch. Tja. Dann kommen wir jetzt zur Sache und machen die Straßen unsicher. Jo, los geht's, ne, Alter. Ich würde sagen, fette Action. So, zwei Ladies erwarten uns auch schon. Ich glaube, wir sind Frontantrieb. Das ist natürlich nicht so gut fürs Driften. So, starten wir einfach mal. Mal gucken, ob das wird. So, Multiplikator. Ich muss die Handbremse wieder ändern, Leute. Ihr wisst ja, warum Underground 1 und so. Shit. Ja, falls ihr Underground nicht geschaut habt, also den ersten Teil, dann schaut mal in die Beschreibung. Dort ist ein Link zur ersten Teil. Und könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Falls euch das erste nochmal interessiert von mir, habe ich ja wie gesagt auch Let's Played. Komm, Junge, fahr. Ja, wie gesagt, ich habe das ja im ersten Teil schon erwähnt. An alle, die jetzt weiter zugucken, erstmal vielen Dank. Und ja, das finde ich halt ein bisschen geiler, dass man halt jetzt hier sozusagen noch Mitstreiter hat. Und da läuft die Zeit dann runter, das haben wir kurz gesehen. Das ist vielleicht ein bisschen nervig, aber sonst geht schon.
So, damit haben wir das erste durch. Hey Mann, du hast ja für fetten Wirbel gesorgt. Eine ganze Reihe Firmen hat Interesse angemeldet. Also, qualifizier dich für die Underground Racing League, von der ich dir erzählt habe. Kein Verkehr, keine Straßen, nur dein Talent. Findet alles auf einer abgesperrten Privatstrecke statt. Wenn das geklärt ist, werde ich als Agentin für dich arbeiten. Ich krieg einen Teil von deiner Kohle und dafür weißt du immer, was angesagt ist. Oh. So machen wir das, würde ich sagen. Oh, Knochen. Perfekt. Somit den nächsten Teilabschnitt. Ja, das ging ja schon mal ganz gut. Schon leichte Tuning-Teile bekommen. Yeah. Ich denke mal, Leistung werden wir nichts haben. Wir schauen trotzdem einfach mal rein, das kann ja nicht schaden. Da ist schon der grüne Karosserie-Shop. Kann auch sein, dass ich halt nie was gefunden habe. Jetzt kommt 1000 Essen wieder. Bacon Hill. Ja, ich habe gerade gehört, bla bla, dass die Straßen nach Bacon Hill frei sind. Bla bla bla. Das haben wir alles gelesen. Rachel. Da warten uns auch schon ein paar Rennen. Doch, wir möchten mal ganz kurz, also Driftrennen wieder. Und da ist, glaube ich, nochmal ein Driftrennen. Also hier gibt es verschiedene. Schon gehört? Der Tunnel nach Beacon Hill ist freigegeben. Solltest du mal vorbeischauen. Bis später. Gleich. So, Audio. Ja. Leider darf ich die Musik nicht machen. Leider. Ich hatte mal ein Video gedreht, wie ich eigentlich EA anrufen wollte und nach der Lizenz fragen wollte. Hab's aber noch nicht gemacht. Müsste ich mal machen. Dann würde ich sagen, fahren wir nochmal kurz einen Driftrennen. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt an Prämie bekommen haben. So, komm. Los geht's. Oh, das wird so geil, wenn wir unsere fetten Karre da stehen. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob die versteckten Rennen was uns bringen. Das weiß ich nicht. Da müsstet ihr mir mal irgendwie so ein bisschen erklären, ob die was bringen oder nicht. Oder ob die gut oder schlecht sind, weil ich weiß ja nicht. So, 30.000. Ich glaube, das sollte erstmal lang. Bis die Punkte machen. Da geht ja... Also, ich finde es irgendwie so ein bisschen... Die Grafik ist schon geiler so mit den Effekten und so. Aber irgendwie kommt mir das so ein bisschen billiger vor, finde ich. Na gut, hier sieht es noch so ein bisschen aus wegen Driften. Da ist das Fahrverhalten komplett anders. Aber wenn wir dann erstmal richtige fette Teile haben... So, ja, siehst du, da ist die Zeit. Beeil dich. Und das finde ich halt ein bisschen kacke. Da kannst du nicht genug Punkte machen. Ja. Wähle einen Sponsor. So. Ich habe gerade die neuesten Vertragsangebote durchgesehen und eine Menge Sponsoren wollen dich für die Underground Racing League unter Vertrag nehmen. Die besten habe ich dir rausgesucht. Sag mir Bescheid, bei wem du unterschreiben willst. Vielleicht sollte man mal hier lesen, ne? Sieg in 9 Rennen, 3 Rennen. Einiger Wahl. Wagen bauen, der auf 4 DVD-Karten erscheint. Bonus. Kostenloser Wagen. Zusätzlicher Wagen. Kostenlose Sorge von. Wagen von beliebigen Autohändler in Bellevue. Sponsor stellt einen zusätzlichen Wagen. Ja. Okay. Ja, natürlich das teuerste. Also das, was du am meisten kriegst. Ich glaube, das nehmen wir mal. Was müssen wir dafür machen? Ein Rennen, ein Drag, ein Drift und ein Street X Rennen. Würde ich mal sagen, machen wir das doch mal. Sponsorenpreisgeld 900. Ja, jeder Uralsieg. Aber einen zusätzlichen Wagen. Ja, komm, machen wir das. Sehr schön. Das gefällt mir doch. So. Siehst du die X-Symbole? Erraten. Da warten ein paar Sponsorenverpflichtungen auf dich. Du musst diese Rennen fahren, um deinen Vertrag zu erfüllen. Also, zeig ihnen, dass du es wirklich drauf hast. Ich melde mich später wieder. Aha. Was heißt denn, wenn wir denn jetzt erstmal alle Sponsorenrennen fahren?
Heißt denn was? Heißt denn, wenn wir den Sponsor abgeschlossen haben, dann kriegen wir eigentlich in dem Sinn schon einen Zusatzwagen, oder? Wenn wir es so abgeschlossen haben. Weil wir es ja schon erfüllt haben dann. Aber ich möchte mal ganz kurz in den... Hey, tausch deine Serienteile gegen Nachrüstparts aus, um deinem Wagen mehr Power einzuhauchen. So, ich weiß jetzt nicht, was die noch bringen. Ich weiß nicht, ich glaube... Ach so. Ach, damit kaufe ich alles ein. Aha. Aha. Ja, erstes Paket, ne? Ta-ta-ta-ta. Und hier kannst du entscheiden, was du haben möchtest. Und hier, erstes Paket. Zack. Okay, gut, da kann man... Rüste auf, indem du das Seriensteuergerät gegen einen Tuning-Chip austauscht. Auf jeden, Junge. Gib mal her. So. Im Antriebsstrang verlierst du die meiste Power. Jedes Upgrade hilft dir also deine... Bau dir ein härteres Fahrwerk ein und deine Karre liegt in Kurven viel besser. Nitro ist die Portion extra Power, die du abrufen kannst, wenn du mehr Speed brauchst. So, okay. Und dann nochmal ein bisschen Antrieb. So, da haben wir schon mal den bisschen gepimpt. Auf die Optik kommt es mir jetzt noch nicht an. Und da möchte ich erst nochmal ein bisschen sparen. Weil ich denke mal, wir bekommen jetzt sowieso erstmal noch keine, keine wirklichen Sachen freigeschaltet von Tuning und so. Deswegen werde ich jetzt erstmal... Also ich meine jetzt so von dem Leistung her bekommen wir sowieso, glaube ich, erstmal keine Teile. Deswegen lohnt sich das dann, glaube ich, erstmal ein bisschen für die Optik zu kaufen. Wir wollen ja auch ein bisschen Covers machen und ein bisschen groovy aussehen. Aber erstmal, wie gesagt, ist mir vor allem immer Leistung immer wichtig. Weil wenn die Karre nicht schnell ist, dann guckst du halt da rum wie ein Arsch. Ihr versteht, was ich meine. Ja, ne? Auf jeden Fall müssen da mal andere Felgen drauf. Ein Spoiler erst. Ne? Vorne, also Frontflügel und Heckflügel, so Seitenschweller, das brauchen wir alles noch nicht. Ja, das da, guck, das braucht noch keiner. Lol, das war's schon. Sponsorenrennen war ja aber einfach. Ja, siehst du, da haben wir jetzt 800 noch was bekommen. 825. Bei dem Mann hätten wir 900 bekommen. Ey, das macht nichts. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach nochmal da an. Das ist ja jetzt hier, ne? Also ich weiß nicht, man kann gegen diese Gegner fahren und wenn man die dann, also es kommen dann irgendwann keine mehr. So, und wenn du die nächste Stadt freischaltest, bekommen nochmal welche. Ich weiß nicht, ob was den Anhang das hat. Oder ob man einfach, also wenn man Gegner fährt, dann bekommt man Teile freigeschaltet. Das weiß ich noch auf jeden Fall. Ah, Leute, dieses Let's Play wird länger gehen als 14, 16 Parts oder so. Weil man hat einfach so viel zu tun. Rumfahren, rumgucken, Tuning-Teile da besorgen, da besorgen. Das ist halt geil. Man sagt, ach, ich möchte nochmal jetzt einen Spoiler kaufen. Dann muss man da hinfahren. Muss ich das kaufen. Das ist halt nice. Boah, der Fuck, der macht deftige Punkte, ey. Das finde ich vielleicht ein bisschen lächerlich, dass man sich hier so wegschieben kann wie nix. Aber na gut. Ja, also, was ich noch sagen wollte, ist, wenn wir ja sozusagen alle Rennen fahren, schalten wir jedes Mal eine neue Strecke frei. Ups. Boah, die hängen aber auch hier aufeinander. So. Wenn wir erstmal einen schnelleren Wagen haben, dann geht das schon viel besser. Ups, jetzt habe ich nicht gespeichert. So. Ja, die Wagen sind jetzt nicht speziell schnell. Noch nicht, der geht jetzt noch nicht so gut weg. Fahren wir erst nochmal das. So, dann haben wir nämlich schon mal ein paar Drift-Rennen gemacht. Warum nehmen sie immer die Karre? Die Karre soll ja meistens beliebt sein. Also ich sehe manchmal, dass die in den anderen den Wagen übernehmen, weil der von der Leistung anscheinend gut sein soll. Aber, naja, glaube ich jetzt nicht wirklich dran. Ah, das war doch schon mal ganz gut. Zu langsam. Ich gebe dir gleich zu langsam. Vielleicht hört ihr es noch ein bisschen. Ich bin noch etwas erkältet, aber geht schon besser. Jetzt hat es dafür meine Freundin erwischt. Ja, was willst du machen? Ist halt so. Wenn sie mich unbedingt als beißen möchte, stecke ich sie natürlich dafür auch gleich. Ist ja klar. So. Mein Gott, ey. Wie leicht ist das denn? Werden ein bisschen leicht gehandelt. Vom Disney ist geil mit den Menschen, dass sie auf dich kommen und so.
Es wurde gut, wurde gut. So, jetzt haben wir was Neues freigeschaltet. Karosserie. Motorhaube, siehst du? Aber ich will noch keinen Motor. So, da haben wir einmal Drag-Rennen. Dann fahren wir mal Drag-Rennen, würde ich sagen. Ja, ich wollte das aber nicht SW. Ich wollte den schon aktivieren. Ah, Leute, ich freue mich so, dieses Let's Play mit euch zu machen. Ne? Das ist so geil. Geile Karren. Boah, das Let's Play wird richtig Hammer. Ja. Da freue ich mich richtig. Ja. So, ihr seht schon, was ein bisschen Leistung ausmachen kann. Wir fahren jetzt schon mal ein bisschen schneller. Nitro ist auch am Start. Ich fahre dann mal gegen diese Penner da, damit wir mal ein paar bekommen. Weil es ist auch immer 100 Euro Prämie. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Alter. Scheiß Verkehr. So, ja, das erste Nitro ist halt wieder, ne, so eine Sache. Das ist halt wieder lahmarschig und schwach. So. Track-Rennen. Fahren wir das mal schnell. Und dann besorgen wir uns im Karosserie-Shop. Ist das schon wieder nicht auf A? Warum ist das denn schon wieder nicht auf A? Hier kannst du keine Steuerung machen. Ah, okay. Umschalt. Wer kommt auf die Taste Umschalt? Warum umschalten? Was ist denn das für Scheiß? Ups, das war zu früh. So, auf jeden Fall sind wir schon mal gut weggekommen. Das ist schon mal wichtig. Oh Gott, die Strecke, die wird auch so noch ätzend. Glaube ich. Wie, zu früh, es war doch blau. Oh, oh, Alter. Heb mal die Augen offen. Es sind schon gemeine Maps dabei. Ich hab doch... Weißt du, ich hab extra das eingestellt, ja? Jetzt kann ich eine Such im... Such im Dings. Aber warum soll ich jetzt danach suchen? Hotelviertel. Warum soll ich danach suchen? Das ist immer das, was ich nicht verstehe. Wenn die das schreiben, warum soll ich danach suchen? Sind es Tipps oder... Sind es Tipps, um welche Dings zu finden oder... Ich weiß es doch auch nicht. Auf jeden Fall, hier gibt es Autohändler, Tuning. Ich glaube, es gibt nur... Vielleicht gibt es jedes Mal zweimal Tuning und so. Wir befinden uns gerade hier. Hier ist, glaube ich, irgendwo noch was. Fahren wir nochmal ein Sprintrennen. Das ist das Geile. Man kann sich so entscheiden, was man fahren möchte. Bei Underground, da wurde es ja so gezwungen. Warte, wenn ich mich hier recht entsinne, gibt es hier, glaube ich, irgendwo so ein blauer... Ah ne, das ist Torch oder wie das auch heißt. Ja, Street X. Ja, das sind diese Lappy-Poopsie-Dinger da. So. Wir wollen nämlich noch ein bisschen Geld machen, damit wir uns jetzt was kaufen können dann. Und das ist halt das Geile, wenn man sich die Teile kauft, genau wie bei Underground 1, dann ist es halt so, dass du die dann im Unterschlupf wechseln kannst. Also wenn dir dein Wagen nicht gefällt, du holst dir alle Teile so, dann kannst du die einfach wechseln. Das ist geil gemacht. So, hier brauche ich eigentlich jetzt nicht wirklich Handbremse. Also ich werde immer diesen Opel nehmen, weil der war am Anfang für mich einfach beste. Ihr seht ja schon, was der zieht dann. Also wenn ich dann jetzt vom Gas gehe und lenke, ja, und jetzt Gas gebe, der zieht so richtig weg. Das ist so richtig nice. Ja, der zieht so schön weg und das macht das halt auch, so ein bisschen Leistung zu haben schon. Anstatt da irgendwas für Tuning auszugeben. Klar, damals wollte man halt immer erstmal tunen. Fette Tuning-Teile haben und so, aber... Für mich geht dann immer erstmal Leistung vor. Ja, wenn dieses Let's Play rum ist, dann wird der Flo ja wahrscheinlich Most Wanted übernehmen. Was ich eigentlich nicht so geil finde. Weil ich ja schon gesagt habe, dass ich eigentlich alle Need for Speed-Teile machen möchte. Aber er will auch gerne mal Need for Speed-Teile machen. Vielleicht werde ich ja dann mal 4-2 machen, weil darauf hätte ich Bock drauf. Mal schauen, weil er ja 4 Teile machen möchte und dann kann er gerne 4
1 machen und dann mache ich 2, weil er ja dann sozusagen auch den zweiten Teil von Need for Speed macht. Sozusagen ganz über grob genommen. Auf Carbon freue ich mich dann auch mit euch, also Call of Duty ist ja auch momentan bei MW2 sehr spannend. Da geht es ja auch gut her. Black Ops wird danach kommen. So, dann würde ich ja sagen, fahren wir mal schnell in den Karosserie-Shop. Ja, da genau. Außenspiegel. Ja. Und Chance auf Turbo-Titelbild. Gut, dann würde ich mal sagen, fahren wir mal schnell zum Stern. Machen wir das nochmal schnell vorher, dann wird die Folge ein bisschen länger. Da ist nochmal Information, da ist nochmal Geld. Ich nehme mal kurz den Wegsnacken. Mal gucken, wie viel Prämie wir bekommen. Ich glaube immer noch 50. Ja, immer noch 50. Aber das ändert sich dann. Wir bekommen dann irgendwann 100 und dann irgendwann 150, glaube ich. So, auf jeden Fall, diese Sterne sind geil, weil wenn man dann zum Karosserie oder zum Spezialshop fährt, dann bekommt man immer was freigeschaltet. Ist halt immer so, auch eine geile Sache. Das ist jetzt aber, ja, Titelbild, unser erstes Titelbild. Nee, ich will dich nicht annehmen. So. Zum Stern und da mache ich immer einfach immer das GPS an. Lass mir das anzeigen. So, ob die Autobahn die beste Wahl war? Ich glaube schon. Auf jeden Fall ist der Scheiße da immer voll der Arsch, weil der mich immer voll falsch anzeigt manchmal. Schon ziemlich oft passiert. Leider. Du weißt halt nie, wie berechenbar der ist. So. Ups. Einfach durchrasen. Das ist jetzt nämlich die Szene. Und jetzt will ich mal was nämlich machen. Ich war doch da. Lass mich verarschen. Toll. Sehr schön. Du bist auf dem nächsten Cover des Turbo-Magazins. Hey, das wird dir gefallen. Fahr deinen Wagen in die Zone, beweg ihn hin und her und verändere die Kameraperspektive. Wenn alles okay ist, drückst du die Kamera. Ja. Nice. Taste und machst ein Foto. Hab ich. Es wird dann auf dem nächsten Titelbild zu sehen sein. So, 3000 Tacken. Das ist doch sehr gut. Wo sind wir denn? Wir sind hier, der Grüne. Und jetzt mach schon, du hast nicht die ganze Nacht Zeit. Ja, hab doch schon gemacht. Chill mal out. So, wir fahren jetzt mal zum Karosserieshop. Wie gesagt, wir machen jetzt mal ein bisschen Tuning, weil wir haben unser Fahrzeug auch ein bisschen tiefer gelegt. Und da wollen wir natürlich auch ein bisschen geilere Felgen haben, als da diese schwuchteligen da. Ah, hier ist Geld. Ich wusste, ich habe nämlich gerade überlegt. Da war eigentlich noch Geld. Das wollen wir natürlich noch einsacken. Da haben wir irgendwas mit 3, 4. Ja, sehr schön. Sehr, sehr gut. Die Teile kosten jetzt eigentlich auch nicht so viel. Also da können wir schon so ein bisschen investieren. Mal gucken, was für Spoiler es gibt. Auf jeden Fall Spiegel. Wofür brauchst du Spiegel? Total sinnlos. Oh, Knochen. So. Frontstangen. Ja, wie gesagt, das da sieht ganz geil aus, aber brauchen wir noch nicht. Ach, Spoiler haben wir noch nicht. Okay. Am Motor, was haben wir denn da? Das sieht schon geiler aus. Sieht aber auch geil aus. Was kostet das 500? Das da, das da. Das sieht aus wie so ein Hai, also. Finde ich eher das da. Das haben wir noch nicht. So. Die Rücklichter gefallen mir immer leider nie. Ja, ich werde mir auch auf jeden Fall die Spiegel kaufen. So, Auspuffblenden. Natürlich die größeren. So, gucken wir mal. Felgen, was haben wir denn da? Ja, gefallen mir nicht. Die gefallen mir schon gut. Die kaufen wir uns einfach mal. Die sehen schon ganz gut aus. Haben wir noch nicht, haben wir noch. OZ-Felgen sind auch ganz nice. Aber die haben halt schon einen leichten schwarzen Touch. Und ich mag schwarze Felgen eigentlich drauf. Ja, das gefällt mir aber auch. Das sieht so richtig geil aus. Die sind aber auch geil, die auch. Rota sind geile Felgen, glaube ich. Aber die bringen mir keinen Stern mehr weiter, leider. Ich weiß gar nicht, ob irgendwas einen Stern bringt.
Nee, die bleiben ein. Okay, dann gehen wir noch mal kurz. Ich will noch mal kurz gucken. Rota. Die sind geil. Ja, die gefallen mir besser. So, Carbon, das hatten wir auch noch nicht. Gut, dann gehen wir mal. Oh, haben wir mal ein bisschen getuned. Wie gesagt, vorne und so brauchen wir noch nicht. Hey, in deinem Sponsorenvertrag steht, dass du für Publicity sorgen musst, indem du auf ein DVD-Cover kommst. Aber keine Panik, du hast Glück. Die Produzenten der DVD Bayview's Best suchen gerade einen Wagen für ihr Cover. Oh. Damit die Wahl auf dich fällt, musst du mindestens einen Wagen mit einem Stern bauen. Am besten fängst du gleich mit dem Tuning an. Bevor ich's vergesse, wenn du's schaffst, wartet eine nette Belohnung auf dich. Nice. Ich ruf dich später wieder an. Auf jeden Fall machen wir das, Leute. Auf jeden Fall. Aber bis dahin würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich kann den Wagen leider nicht irgendwie... Ja, doch, vielleicht so. Auf jeden Fall sieht der Wagen jetzt schon mal viel besser aus. Erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein mit mir, dem Sebi. Und deswegen würde ich sagen, warte ich genau hier auf euch, wenn wir uns in der Garage wiedersehen. Also, macht's gut, euer Sebi. Danke fürs Zuschauen. Ihr schaltet das nächste Mal ein. Haut rein. Ciao.